Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 21 Ultimate Team. Jawohl, ich muss mich erstmal entschuldigen, denn die vierte Folge von gestern kam heute als erste Folge. Das heißt, heute kommt nur noch eine weitere Folge, weil sonst kriege ich es nämlich nicht anders hin heute. Keine Angst, die nächsten Tage werden wir es wieder so machen. Morgen kommt, glaube ich, tatsächlich nochmal vier Folgen und dann werden wir es so machen, dass wir jeden Tag eben einen Spieler durchspielen. Genau, beziehungsweise morgen vier Folgen, fünf Folgen sogar. Yes. Weil wir müssen ja morgen Adrian Peterson dann noch fertig machen, dann kommt eine Pack-Opening-Folge und ein neuer Spieler. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich nicht vielleicht morgen zwei Folgen mache, aber ja, muss ich dann schauen. Wird ein bisschen zeitabhängig sein, wie ich das morgen hinkriege. Weil ich muss das Spiel runterladen auch noch. Ist ja nicht so, dass das so zack und dann ist es unten. Nee, muss das Spiel runterladen auch noch. Genau, Ronnie Lott und Jack Youngblood haben wir dann auch noch. Ja, heute Adrian Peterson. Und Running Back Challenges sind immer gut. Ja, ich werde auch diesmal versuchen, dass wir wieder so knapp 16 hinkriegen. 16, 18 Sterne. September 9. 9. September, gain 60 plus rush, plus Yards on the first play. Score a rushing touchdown this drive. Ach du Scheiße, 60 Yards beim ersten. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich jetzt krass. Sicher Rookie, schön und gut, aber. Ja, Russian ist aktuell nicht so unser Ding. Ja, auf jeden Fall wollen wir uns auf jeden Fall hier die 85 Spiele auch erspielen. Mal schauen, ob wir es zusammenkriegen. Dass wir die drei auch noch ins Team bekommen. Defense-Aufgaben warten dann ab den nächsten Spiele auf uns. Bei Adrian Peterson ist halt nochmal Offense. Theoretisch brauche ich mal gar nicht, weil wir halt Ingram haben. Wow, das hat schon mal nicht geklappt. Das war einfach fucking ein Yard, Alter. Das war einfach fucking ein Yard. Nicht mehr. Rush for 60 Yards, boom, ein Yard, Ende. Playtime, pass auf. Run, wir versuchen das Outside Handoff. Den Strong Stretch. Ich habe Ricard geholt übrigens. Bisschen. Oh, schade. Lauf, 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 lauf. Bist du irre? Ingram! Der setzt sich durch gegen drei Leute! What the fuck war das denn gerade? Ich dachte, jo, 11 Yards weg, Zimmer. Was? Jupp. Der ist einfach durchgelaufen. Der hatte drei Leute hinter sich kleben und es war ihm scheißegal, er ist einfach weitergelaufen. So, nächste Challenge. Zwei Sterne haben wir schon. Wie gesagt, 40 brauchen wir wieder, dass wir die Hauptchallenge freischalten können. Larry Fitzgerald haben wir schon. Aber auf den wird jetzt nicht so viel ankommen. Wie gesagt, wir müssen halt jetzt rushen. Yes. Und da ist es ganz gut, dass wir jetzt, wie gesagt, Ricard haben mit 78. Weil, wie gesagt, blocken ist er wirklich stark. Und dann bin ich immer noch dran, dass wir ja Eric Weddle fertig kriegen. Rush for 70 Yards, also 70 Yards laufen. Peterson, hat er locker. Im ersten Versuch. Und dann halt auch, wenn wir den ja spielen, haben wir halt wirklich einen kranken Running Back. Was ich vergessen habe, wieder auch mal 102 Yards, Rush for 80 Yards in the third quarter. Also im dritten für knapp 100 Yards oder 2 Yards laufen. Sollte man noch hinkriegen. Das sollten wir doch eigentlich hinkriegen.
Also wie gesagt, heute kommen nur drei Folgen, zwei neue, die eine von gestern noch und dann gibt es morgen ein bisschen mehr. Morgen ist sowieso offizieller Release, Madden. Nein! Oh, schade. Geht ab. Gibt ab. Jawohl, Peterson außenrum. Und der hat Tempo. Der hat Tempo. First down 45 von 102. Tannehill geht ab. Gibt ab. Oh, diesmal sind es nur 5 Yards. Gut gestoppt. Jawohl, ab durch die Mitte. Kommt keiner ran, Adrian Peterson. Da war 74 von 80. So. Jetzt sind die Packers dran. Also wie gesagt, ich probiere es, dass wir normal rankommen. Ja, sollten wir dann bei 2 Minuten sein. Können wir es dann nicht probieren. Stark gemacht, Derwin James und Desmond King. Aaron Rodgers. Außenrum vorbei. Fumble, Fumble, Fumble. Warum greift denn ihn niemand? Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Uns fehlt halt noch ein bisschen was. Oh! So, das Timeout nehmen wir. Ja, wir müssen nachher unseren Spezialspielzug machen. Oh, hallo? Adrian Peterson, the ball carrier, brought down at the 2-yard line. It's a gain of a yard. Brings up second and goal. Danke. So, 87 von 102. Wir fehlen uns noch 15 Yards. Der war stark an der 21. Micke Hyde, derjenige, der da tackelt. Nope, wir bleiben an 21. Flex. At the 21-yard line.
Jawohl. Nein, lass ihn laufen. Oh mein Gott, ja, das ist der größte Fail. Und somit schaffen wir die 80 Yards nicht in diesem Drittel. Das ist... Yes, können wir gleich restarten. Oh Mann. Deswegen hasse ich sowas. Das ist einfach scheiße. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte nicht ewig spielen müssen. Weißt du? Und genau das dürfen wir jetzt machen. So. Das Dritte ist rum. Den Extrapunkt kriegen wir somit nicht. Ball Challenges Goals nicht erreicht. Wir haben diese... Doch! Rush 80. Doch, okay, wir können weitermachen. Okay, kein Problem. Wir hatten die schon erreicht. Okay, noch passt das. Sind die bescheuert? Jawohl, Fumble! Wir müssen noch ein bisschen laufen, das ist das Problem. Es fehlen nur noch 15 Yards. Adrian Peterson. Oh, gegen zwei. Oh! Der schubst einfach beide zur Seite. Jo, geht's aus dem Weg. Ich brauche euch nicht, ihr Flachzangen. Adrian Peterson. Nächste Challenge. Pass for 30 yards, this drive. Truck a tackler. Wie gesagt, gehen wir dann eins nach oben bei sowas. Bei Sachen, wo ich nicht weiß, ob ich sie wirklich schaffen würde. Gehen wir kein Risiko ein. Machen wir es eine Stufe höher, weil die 30 Yards schaffen wir so oder so mit Fitzgerald. Das ist keine Herausforderung. Zumindest nicht mehr. So. Gegen die Steelers. Playtype. Müssen wir natürlich einen Quick Pass machen. Dann können wir eins nach oben gehen. Slants. Auf geht's. In weiß. Und da läuft Larry Fitzgerald. Oh. Fitzpatrick ist jemand, der gut ist. Alter, haben wir Glück gehabt. Alter Verwalter. Das ist nicht das, was ich haben will. Wir brauchen noch 6 Yards, Alter. Larry Fitzgerald. Oh Gott. Oh mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Also gut, es war natürlich jetzt ärgerlich, dass wir es vorhin nicht auf Anhieb hingekriegt haben mit den Slants. War auch klasse geblockt, muss man einfach mal so staten kurz. War natürlich auch klasse geblockt vorhin, muss man auch einfach mal dazu sagen. Und jetzt haben wir die 30 Yards locker und Fitzgerald holt seinen Touchdown nicht an der 1. Oh, der Arme. Oh, Challenge bestanden.
So, Play Next Challenge. Wir geben noch eine Challenge an den Schaden. Performer Stiff Arm. Rush for 60 plus Yards the Strive. Das sollten wir auch schaffen. Durbin James. Jawohl. Geile goldene Handschuhe. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass die irgendwann die richtigen Trikots einfügen, weil die Nummern sind schön eingefügt. Yes. So. Guter Stiffarm. Er tut ihn nicht mehr raus. Er tut ihn nicht mehr raus. Sieben weitere Yards, 21 Hammer. First down. Adrian Peterson, the ball carrier. A gain of three on the play. First down, Chargers. Einfach weitermachen. Ich bin halt der Meinung, dass wir die Kommentatoren nicht wirklich brauchen. Weil unser Stadionsprecher das halt auch macht. Also. Oh, schade, da kamen dann 3-4 Leute. Von vorne waren wir echt gut durch. Oh, 3. Performance Stiff Arm. Nice. Play Next Challenge. Rookie. Score 30 plus points. Win the game. This is the one we are sitting out. Jamal Adams. Auch schön eingefügt. Get a gold player. Das ist nicht mal schlecht. Eric Flowers. Auctions 8 Stunden. Setzen wir rein für 1500. Und sofort kaufen machen wir mal 7-2. Tschüss. Level 22. Warum wird jetzt dann da oben grün? Kann man das jemand erklären? Darf ich noch so weit noch gar nicht sein? Gold 70 net wird Michael Brokers. Wieso nicht? Not auctionable. Oh boy. Ja, kann man später hinzufügen. Nice. Jo, das interessiert mich halt so null. Sorry. Oder dass sie den Rang da einblenden, wenn du ein Ultimate Team bist, finde ich absolut unnötig. Winner Game, jawohl, das müssen wir aussitzen. Rush for 70 plus Yards, this drive. Und perform 2 plus Stiff Arms. Okay. Yards. Freunde. Stiff Arm ist grün, jawohl. Einen haben wir schon mal. Könnten Sie sich mehr Steine holen, als wir brauchen. Austin Eckler. Auf geht's. Mit Tempo. Austin Eckler. Wow.
Austin Eckler, the ball carrier. He's taken down at the 33-yard line. It's a gain of 3. First down, Chargers. Adrian Peterson wird wieder laufen. Das mit dem Stiffarm hat nicht funktioniert. Jaron Reed. Unser eigener Spieler. Oh, sagen wir, wir kommen da nicht raus. Jetzt da. Adrian Peterson, the ball carrier. The tackle made just shy of midfield. A gain of 13 yards. And the Chargers first down. Jawohl, taucht unten hindurch. Peterson again, the ball carrier. He's tackled at the 40-yard. Zwei stiff arms. Haben wir geschafft. Muss ich noch einen hinkriegen. Adrian Peterson on the carry. The tackle made at the 36-yard line. 4 yards on the pickup. Second and 6. Boah, First Down haben wir aber noch erreicht. Das ist gut. 44 von 70 Yards. Wir arbeiten uns einfach mal langsam nach vorne. Drücken wir es so aus. Oh, Star, der Stiffarm hat funktioniert, aber wir kamen nicht vorwärts. 3. und 5. First down. 12 Yards fehlen noch. HP off tackle, das ist safe Eckler. Weil du viel mit Tempo arbeiten musst. Oh! 9 Yards. 3 fehlen noch. Und dann Touchdown. Adrian Peterson, the ball carrier. Touchdown, Los Angeles. Sehr schön. Perfekt. 3 Sterne. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei neuen Challenges. Genau, holen wir uns dann noch ein Münzen, ein paar Level, oh nice, Spieler für morgen, genau, wir sehen uns dann morgen wieder hier bei den Challenges, Part 2 von Adrian Peterson, bis dann, ciao, ciao, nicht morgen, später, zur dritten Folge des Tages, bis dann, ciao, ciao.